Ist auch eine Möglichkeit, ja. Die Sache endet hier. Weiß nur, dass ich damals tierisch auf die Fresse gekriegt habe. Der musste da abbiegen und hier und... Ja. Wahnsinnig nett. Aber überhaupt kein Problem. Wir machen das ganz chillig und ruhig hier. Wir wollen ja unseren Spaß haben. Ja, auch noch unseren Spaß, ja. Aber Fiana, die das gucken, eigentlich sehr, ich habe überlebt, aber meine Frau nicht. Wir haben dich geopfert? Haben wir sie geopfert? Ich hätte öffnet. Zack. Wir doch nicht. Sagen meistens immer die, die schuldig dran sind. Nicht sehen. Alter, das kommt bis hier hoch. Leg mir am Arsch. Das fickt einen zur Seite, ey. Das trifft mich bis hier hinten. Wie kann der, obwohl er gerade erst lag, schon wieder so ein... Hat der zwei Augenpaare? Die er voneinander bewegen kann? Da nehme ich gerade dann raus. Hüsse. Sehr nützlich. Sowas von habt ihr mich geopfert. Niemals, sie lief ins offene Messer. Klang nicht sehr überzeugt wie. Was ist ein Messer? Ah ja, damit kann ich was anfangen. Jetzt schon, nachdem er kaputt ist. Nee. Also ich weiß, dass Dioskuchen und ich ganz lieb und artig waren. Was machst du denn? Du musst in die andere Richtung. Nee, wir haben dich nicht geopfert. Wir sind rechts lang gegangen. Du hast dich mit den Mädels zusammengeschlossen. Aha. Wir haben dich sogar noch gewarnt, aber nein, du wolltest, ne? Ja. Das passiert dann davon. Ja, ja. Habe ich hier irgendwo noch eine Klettermöglichkeit? Nein, ich muss tatsächlich wieder aus dem blöden Baum jetzt klettern. Wenn das so ist wie bei Apex, habe ich definitiv vorne gestanden. Hier läuft hoch. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Ich will nichts ignorieren. Ich will Chaos und Zerstörung. Schwupps war die Waffe für den Arsch. Jetzt guckt da blöd, wa? Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nagisch! Noch ein Doggy Dai! Läuft denn alle hin? Hast du hier gerade einen Dicken? Mitten ins Ziel. Ja, es war die Hüfte. Würde man auch als Arschschuss vielleicht,
gerade so. Habt ihr nochmal zurück? Oder sucht ihr mich noch? Wie aufgescheuchten Hütchen, ne? Erwischt! Wieder erwischt! Fui, 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 fui. Da ist er Matsch. Auch hinüber. Kann ich die überhaupt von hier aus treffen? Nö. Mann. Weiß nicht, ich war wieder erst noch woanders looten. Ja, ja, ja. Hier waren artig. Ist doch erst zwei oder dreimal passiert. Leise müssen wir jetzt nicht unbedingt sein. Die können ruhig wissen, wo ich bin. Weil dann kommen sie nämlich endlich wieder. Och, wie süß. Schießt du etwa auf mich? Guck mal, das mache ich auch. Und der hier ist die erste Kotze im Arsch. Uhlala, oh Chanté. Hier, Mietz, 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 Mietz. Okay, Mietz, Mietz ist tot. So früh gefreut. Das war's mit Mietz, Mietz. So schnell erledigt man mich nicht. Die Katzenminze war zu stark, ja, anscheinend. Was läuft ja hier noch einer rum, also. Was macht denn hier die ganze Zeit im Hintergrund so viel Lärm? Meine Güte, noch eins. Das lenkt ab beim Looten. Das ist Lootbelästigung. Das ist strafbar. Dann kann man doch beim Looten nicht so stören. Boah, andere Mietze-Tatze auch kaputt. Das werde ich noch brauchen. Ja, das wirst du definitiv gebrauchen. Elva hat zwar einen hellen Momente, aber beim Laufen hat er sie selten. Ja, das stimmt, Schatz. Ja. Ein Zitat. Wie ist das andere? Also, Herr Wilde, du musst es versuchen. Hey, ich habe eine Ratte nebenbei umgebracht. Ja, ich stehe dazu, dass ich ein Mörder bin. Ich habe Sirene gemacht, so. Du bist nah dran. Natürlich bin ich nah dran. Mein Arschlochradar spinnt schon rum. Ja, das könnte unter Umständen daran liegen, dass Silence das ist, ja. Das kann gar nicht sein, was? Wieso kann das nicht sein? Eva, könntest du mal bitte der Seite bleiben? Danke. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Oh, toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Ich will
sehen, dass der Schatten dem Leuchtturm können die Meister durch ihn das Verborgene sehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Schweiß. Der macht gleich Boom. Ich glaube, Wasser ist da zu spät, genauso wie die Feuerwehr. Auf zum Haue bekommen. Wieso soll ich eine Haue bekommen? Achso, die anderen, ja. Der, was machst du da für gekünstelte Sachen? Der ist in Deckung gegangen. Ah ja. Haben wir auch noch einen? Naja, wer ist nicht egal. Es ist schon wichtig, wen man nun mal, ne, die Haue vergibt. Hier liegt jemand. Sieht nicht gut aus. Kommt denn da drauf, dass das nicht gut aussieht? Hier hat es einen von uns erwischt. Ich kann nicht pfeifen, ey. Hier, Leute, du bist echt eine Pfeife. Ein Genickschuss. Sehr richtig. Niemand hier. Ei, der hat's kommen sehen. Wo denn keiner mehr? Den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Natürlich können wir uns nehmen. War Schuss. Könntest du dich mal umdrehen? Noch ein Stückchen, Digga. Ja. Ja, oh, oh. Immer noch auf der Suche nach mir. Oh, oh, traf es ganz genau. Ach, das ist noch so einer. Dreh dich um. Oh, dreh dich doch nicht so um, dass ich nicht mehr auf die schießen kann. Ich kann diesen Arsch echt nur so bisschen seht. Oh! Wenn ihr ihn denn siehst, dann haut ab! Sie geben auf. Und Bums. Der echte Letzte? Einer musste. Ja, ja, schon, aber. So, hier bin ich. Und zack. Alle ausgelöscht, ohne dass sie mich vorher gefunden haben. Ist da vorne ein? Yes. Nein. Eine. Ja, das muss nicht schief mitgehen. Definitiv. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. So, können wir jetzt erstmal looten. Und hier noch die ganzen Infos einkassieren. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Überall diese Toten.
Ich war da. Nein, ich bin gerade erst angekommen. Ja, natürlich warst du's. Wenn ich's nicht war, dann muss das ja irgendjemand gewesen sein. Und da du die Einzige bist, die neben mir sitzt, einen Zugriff darauf hat, kannst du das nur du gewesen sein. Voll geil, wa? Das muss man erstmal kontern, du. Das brauche ich vielleicht noch. Du gehst nicht an meinen Rechner, stimmt nicht. Nur auf Nachfrage, ja. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Denn trotzdem gehst du bei, wenn ich eventuell nicht dann im Raum bin. Kannst du beweisen, den Gegenteil? Rechtsprechung für mich. Yeah! Die Fingerabdrücke muss man nicht unbedingt nehmen. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest, sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Ja, genau, die aus Kuchen. Ja, der Typ. Ja, stimmt. Genau, der war's. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten fehlt, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Ja, genau so hieß der. Der Typ, ey. Aber ich sag mal so, ne? Wir hatten definitiv was zu lachen, ne? Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte, in Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus.
Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Solange König Itamen in Sonnenfall dahinzieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann?